Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil heutiger Vollmond von 10.17 Uhr ist schon vorbei, aber trotzdem wirkt er natürlich in den nächsten Tagen noch sehr spürbar. Und in diesem Horoskop sehen wir so manches, was ich im ersten Teil noch nicht erwähnt habe, weil da ging es mir halt darum, dass wir ziemlich zeitgerecht zu Vollmond dieses Horoskop, den ersten Teil, herausgebracht haben. Bei dieser Opposition Sonne, Mond, Mars, aber auch Sonne-Mars-Konjunktion, sehen wir, dass natürlich die Spannung, insbesondere im Schützen, ja hoch aufgeladen ist. Elftes Haus, große Nervosität und eben hier die Dreifachquadratur zu Saturn, auch eine große Hemmung, ja, ein Bedrücktsein, eine Vereinsamung, also das heißt, wir haben hier einen Leidensschmerz gleichzeitig, aber auch bietet dieses Quadrat zwischen Merkur und Neptun in die Vollmondkonstellation mit einbeziehen. Warum? Ja, es sind wieder meine Privatspiegelpunkte, weise ich ausdrücklich darauf hin. Wir haben Merkur 24 und 40, ja, also nicht ganz 5. 25 Grad und Sonne, Mond ungefähr 5 Grad. Also wenn wir das zusammenrechnen, exakt ausgerechnet, wären es dann 29 haben wir schon, ist schon richtig, weil hier haben wir, 91 weniger 60 ist 31, also wir haben 29 Grad, 31 Minuten. Also das ist doch ein meines Erachtens ziemlich genauer Spiegelpunkt und das bedeutet jetzt, dass hier Merkur, Neptun, ja, Merkur als Herrscher, eingeschlossener Herrscher des 8. Hauses, als Herrscher des 5. Hauses, 6. Haus, Spitze 5 und 6 befinden sich im Sternzeichen Zwillinge, dass hier offensichtlich falsche Vorstellungen vorherrschen bezüglich Finanzierung, bezüglich Geld, weil Neptun ist eingeschlossene Herrscherin im 2. Haus. Ja. Also das heißt, hier geht offensichtlich beim Thema Wohlstand, ja, Herrscher von 5 in 12, der Realitätssinn verloren. Die Leute glauben tatsächlich, dass Produkte aus dem Nichts erschaffen werden. Das ist, glaube ich, eine große geistige Fehlleistung, weil es muss alles beim jetzigen Stand der Technik, beim uns offiziell bekannten Stand der Technik, müssen die Dinge halt hart erarbeitet werden. Ja? Also das heißt, hier sehen wir doch einen großen Realitätsverlust. Merkur als eingeschlossener Herrscher von 8 in 12 könnte natürlich bedeuten, 8. Haus, die Macht oder eingeschlossen die verborgene Macht der Täuschung, der Lüge, des Betruges, kann aber auch bedeuten, das heimliche Ende, 8. Haus kann auch für das Ende stehen, das heimliche oder noch nicht veröffentlichte Ende des Betruges, bezogen auf Deutschland. Ich habe mir das für Österreich auch angeschaut und bitte, wenn du nur mal aufmerksam achtest auf die Häuserspitzen 5, 11, 2, na 4 ist jetzt nicht so wichtig, aber wir werden jetzt gleich sehen, beim Österreich-Horoskop haben wir den Saturn Spitze 2. Haus und die Vollmondkonstellation befindet sich ebenfalls ganz genau auf der Achse 5, 11, aber im Unterschied zu Deutschland ist im Österreich-Horoskop Spitze 8. Haus im Sternzeichen Jungfrau, also nicht im Löwen. Das heißt, wir haben hier eine grundlegend andere Aussage und ja, hier ist Österreich, das habe ich fantastisch fotografiert. Das ist eine Meisterleistung meinerseits. Aber wie auch immer, ja, muss ich wieder kleiner machen, das ist ein bisschen anders, jetzt haben wir es geschafft. Wir sehen, dass die Spitze 8. Haus hier in der Jungfrau steht und hier die Vollmondkonstellation auf der Achse 5, 11 exakt ist. Genauso Spitze 2. Haus, auch exakt mit Saturn besetzt. Und was bei uns auch noch der Fall ist, dass hier offensichtlich die Stadtsepaten nicht so stark betroffen sind, wie es in Deutschland der Fall ist, weil dort haben wir einen spezielleren Fall. Ich steige hier wieder aus, Dankeschön, und jetzt gehen wir wieder zurück auf das, ja, wollen wir es schaffen, ja, wir haben es geschafft, tadellos, auf Deutschland und hier sehen wir natürlich, dass hier in der Europäischen Union, weil sozusagen Sonne, Mond, Sonne 11. Haus bezogen, in dieser
Spiegelpunkt-Thematik zumindest Sonne-Neptun beteiligt ist, dass wir es hier wiederum mit dem Thema Finanzen zu tun haben und auch 8. Haus Niedergang der Finanzen. Also das heißt, wir sehen die großen Probleme, welche in der Europäischen Union derzeit bestehen, hängen mit Deutschland zusammen, wo es offensichtlich mit dem Thema Finanzen große Schwierigkeiten gibt und auch, wie gesagt, die Akzeptanz der Bevölkerung der digitalen Währung gegenüber, dem digitalen Euro gegenüber, ist als sehr gering zu erachten oder zu beurteilen, weil ich habe schon gesagt, wir haben hier ein Quinkungs zwischen Venus, Herrscherin des 4. Hauses, steht für das Volk, die Bevölkerung, und hier haben wir eben über den Quinkungsaspekt eine ablehnende Haltung. Also das heißt, auch das werden die Menschen nicht wollen und wir wissen, es wird auch nicht kommen. Also das haben wir einen kleinen Vorteil voraus. Gut, die Grundaussage zwischen Merkur und Neptun ist eben sozusagen Missverständnisse, Konflikte, ja, Orientierungslosigkeit, Desorientierung. Obendrein ist Merkur ja auch im 12. Haus bitte nicht sonderlich stark gestellt. Ja. Also das heißt, im 12. Haus verliert er eben sein klares Denkvermögen und deswegen gilt er auch sozusagen 12. Haus oder Fischebesetzung als im Fall befindlich, auf alle Fälle. Was mir hier natürlich besonders an dem Horoskop aufgefallen ist, die Position des 9. Hauses, wenn ich das jetzt für den Wilden Westen hernehme, Venus als Herrscherin von 9 in der Waage, in Domizilstellung, ja, also starke Position. Und offensichtlich ist man hier bereit, sozusagen hier diese fallen zu lassen. Also das heißt, man lässt der Europäischen Union gerne den Vortritt, kann ich irgendwie nachvollziehen, aus deren Warte betrachtet. Und wir sehen hier Venus auch in Konjunktion mit dem südlichen Mondknoten. Also das heißt, sie wollen sich offensichtlich auf alte Positionen, auf alte Stärke, alte Kraft, wie auch immer, zurückbesinnen, sind jetzt natürlich vielleicht diplomatischer, freundlicher, konzilianter, vertragsbereiter, kompromissbereiter. Venus in der Waage ist natürlich sehr, sehr freundlich und wir sind sehr diplomatisch auf jeden Fall und wir sehen eben, dass sie sich hier jetzt auf ihr Territorium eher zurückziehen. Also das heißt, vielleicht ist das nur eine Momentaufnahme, was ich mir eher vorstellen kann, aber dieses Horoskop zeigt das eben jetzt an und wir wissen, dass Vollmondhoroskope natürlich doch eine stärkere Aussagekraft haben als zum Beispiel vergleichsweise Quadrat oder irgendwelche Konjunktionsaspekte zwischen Planeten. Ja, was haben wir noch? Wir sehen eine ganz spannende Besetzung zwischen Mars im Spiegelpunkt zu Pluto. Und hier sehen wir ebenfalls, auch einen Spiegelpunkt in meiner kleinen Welt zwischen Pluto und Saturn. Und dann dieses fatale Quadrat zwischen Mars und Saturn. Und das wäre dann in Summe, ich habe mir das angeschaut, ich habe sogar Kartel, Zettel reingesteckt, das ist dann die, was hat er geschrieben, über den Selbstmord oder was? Wenn man das stark angestrichen, Mars, Pluto und hier in Kombination mit Saturn steht dann tatsächlich Selbstmord. Krieg, schwere Kämpfe wieder zugeschrieben. Auf jeden Fall Schwierigkeiten, Hindernisse mit aller Gewalt überwinden wollen. Das wird Ihnen vielleicht überwindeln. Ja, vielleicht können Sie es überwindeln, aber überwinden werden Sie es wahrscheinlich nicht mehr. Also das heißt, hier sehen wir natürlich auch einen mächtigen Niedergangsprozess der Stadtsipaten, Marsherrscher des 10. Hauses, aber auch Marsherrscher des 3. Hauses. Vielleicht bedeutet das 3. Haus im Zusammenhang mit den Stadtsipaten und mit Pluto, dass jetzt machtvolle, dynamische Worte sprechen werden. Also das heißt, die Intonation wird ein bisschen härter und griffiger werden, aber letztendlich wird ihnen das wenig helfen. Und ja, wenn das jetzt als 14-Tages-Horoskop betrachtet wird, dann hätten wir schon Mittwoch, Donnerstag eine interessante Lageänderung oder vielleicht kommen neue Informationen heraus, denn Merkur ist laut der alten Zahlenreihe 27.11.2023, die habe ich mir hier wieder aufgelegt, die schlummert schon, die harrt schon ihres Einsatzes, als erste Zahl die merkurische 27, klar, 2 und 7 ergibt die 9 und wir haben dann noch die 45, auch als 9er Zahl und als Abschlusszahl haben wir auch eine 9er Zahl, nämlich 9 schlechthin, also das heißt,
hier könnte es dann tatsächlich zu interessanten Informationen kommen. Wir sind ja schon alle gespannt, weil sie haben sich ja so geziert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Sie wollten mit der Wahrheit nie herauskommen und jetzt ja, bleibt ihnen mehr oder weniger nichts mehr übrig. Aber wie auch immer, wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen, bevor wir aus diesen profunden Mündern, ich habe ein anderes Wort, vermeiden wollen, die Wahrheit erfahren. Also wir werden da noch einiges an spannenden Entwicklungen erleben. Was wir auch an interessanter Entwicklung haben, ich habe so ein bisschen wieder die, jetzt wollte ich sagen, die Astronauten, es sind nicht die Astronauten, es sind die Kentauren, klingt aber ein bisschen ähnlich, und Ceres. Ja. Ceres befindet sich derzeit auf einem Grad im Schützen, also an der Spitze des 11. Hauses. Und Ceres meint natürlich Fruchtbarkeit, Wachstum, aber auch einen Prozess des Erwachsenwerdens. Und natürlich in der Schattenseite steht es auch für Missbrauch, Verlust und Trennung von dem, was einem lieb ist. Ja, und uns ist ja die Europäische Union regelrecht ans Herz gewachsen und hier Verluste werden uns sehr, sehr große Schmerzen bereiten, das spüre ich schon. Also ich fühle die Tränen schon, die hier fließen. Es ist fast schon Schüttelbeutels, irgendein Wort halt, wird da schon hineinpassen. Wir haben Pholus auf 6 Grad 53, also sagen wir ungefähr 7 Grad, im Steinbock. Aszendent Steinbock garantiert immer harte Ereignisse. Gut, der ist auf 4 Grad, 7 Grad. Ja, wollen wir ihn gelten lassen? Ja, lass man Pholus gelten, kein Problem. Macht Spaß, weil Pholus steht für Kontrollverlust, unüberlegte Handlungen, unerwartete Grenzsituationen, Selbstsabotage. Aber was natürlich für uns wichtiger und spannender ist und positiver ist, es werden jetzt neue Kräfte entwickelt und man wächst aus dem Alten heraus. Also das ist für mich eine der Kernaussagen dieses Horoskopes mit Pholus am Aszendenten. Ja, hier wachsen wir tatsächlich aus dem Alten heraus. Und wenn ich jetzt den Pluto im ersten Haus, ich sehe jetzt nicht den Zusammenhang mit dem 10. Haus, lassen wir das mal weg, dann würde Pluto in 1 auf jeden Fall für einen intensiven, starken Transformationsprozess stehen. Also das heißt auch hier ein machtvoller Prozess. Pluto ist ja, glaube ich, schon seit einiger Zeit wieder direktläufig. Also das ist auch eine sehr starke Besetzung, gar keine Frage. Ja, ich bin immer dankbar, wenn ich tatsächlich dann mich erinnere, was ich ursprünglich wollte. Ja, leider vergesse ich immer wieder auf die Fixsterne. Sind zwar vorbereitet, aber was soll ich machen? Akrab steht noch immer auf 3 Grad 11, geben wir 19 Minuten dazu, dann ist er auf 3 Grad 30 und ja, das kann man durchaus mit der Besetzung 4 Grad, was haben wir gehabt? 51, 4 Grad 51, 3 Grad 30. Es ist ziemlich in der Nähe der Sonne. Und hier sagt Vivian Robson über Akrab. Also Akrab steht, glaube ich, auf Arabisch für den Skorpion. Ja, da haben wir hier so bildliche Darstellung. Ein glücklicher Skorpion ist das, wie wir sehen. Er hebt gerade seine linke Hand. Ist aber jetzt keine politische Anspielung, vermutlich. Und Vivian Robson schreibt über Akrab, verursacht extreme Böswilligkeit, Gnadenlosigkeit, teuflische Bosheit, Widerwärtigkeit, Diebstahl, Verbrechen, Seuchen und also großartige Intensität, die hier und mit der Sonne materialistisch überdreht, Probleme, schwache Gesundheit. Also sehr spannend, ja, sehr spannend. Und er schreibt dann auch, siehe Aszendent, Besitz und Karrieren werden beeinträchtigt durch Gefahren, Gewalt, Schwierigkeiten, Karrieren. Naja, Karriere hängt wahrscheinlich in dem Fall mit Karies zusammen und das können wir hier im 11. Haus dann sehr stark konstatieren. Also das heißt, hier wütet der Karies und ich würde sagen, da ist eine heftige Erosion. Ja? Also starke Erosionserscheinungen, die natürlich Erosion, Korrosion, drittes Haus, Wirtschaft, Handel und Industrie. Bitte immer bedenken, Europäische Union 1957, Ausgangspunkt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und hier kein Geld, kein Musi, kein Geld, keine Wirtschaft und wir sehen Mars-Herrscher von 3 im Quadrat zu Saturn.
ist eine typische Gute-Nacht-Konstellation. Also hier kann man dann sagen, ja, tschüss mit Ü und Ciao mit auf. Jeden Fall ganz spannende Entwicklung, die wir hier sehen. Und den Rest, ich möchte mich nicht allzu sehr wiederholen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten auf der linken Hemisphäre. Das heißt, es geht wieder sehr stark um unsere persönliche Entwicklung. Und hier mit 1, 2, 3, 4 Planeten haben wir doch einen gewissen Handlungsspielraum. Und mit 3 Planeten im vierten Quadranten tut sich definitiv einiges. Also das heißt, das ist jetzt keine allzu langweilige Konstellation. Und wie wir sehen, hier die Hauptachse Aszendent Steinbock MC Skorpion verspricht auch sozusagen immer wieder eine intensive Erfahrung. Ja, schauen wir uns auf die Schnelle noch die beiden Zahlenreihen an, die ich muss mich beeilen, weil sonst sind sie für heute schon vorbei. Und zwar 27.11.2023, glaube ich, haben wir schon kurz erwähnt vorhin. 27.38, die doppelte 40, 42 und die 45. Die 27 ist Perfektionismus, das heißt, hier wird viel und fleißig gearbeitet. Naja, arbeiten ist halt hier auch ein bisschen schwierig besetzt, weil wir sehen natürlich das Thema Arbeitsplätze, sechstes Haus, ja. Thema Arbeitsplätze mit Merkur. Merkurherrscher von 6 in 12 im Quadrat zu Neptun, also einen hemmungslosen Auflösungsprozess, ja, das ist leider so. Und also die 27 ist schon einmal ein bisschen schwierig. Die 38, große Nervosität, große Erregung. Ja, eine uranische Zahl, ist die Erregung so groß. Mars, Saturn, Mars im Schützen, Saturn in den Fischen. Na, die Spannung ist auf jeden Fall da. Spannend ist es allemal. Die 40 ist die Kuschelhammerzahl. Also das heißt, hier haben wir eine sehr charmante, sehr freundliche, sehr nette Zahl, aber auch immer Bedenken. Es ist eine Viererzahl. Die 42, große Machtzahl, eine schwarzmagische Zahl. Und hier möchte man sich alles mit Zwang holen und kann auch mit Liebe erdrücken. Ich würde mal sagen, es ist eine sehr intensive Zahl. Die 45 als letzte Zahl der alten Zahlenreihe steht dafür, dass man eben Schwierigkeiten hat beim Geben von Liebe. Man tut aber sehr viel, um sie zu bekommen und erwartet halt eben Dankbarkeit. Und lässt sich halt auch dann leicht ausnutzen. Die 9 als letzte Zahl, ja, die 9 Merkur ist in diesem Horoskop auf jeden Fall in einer sehr, sehr starken Position. Auch wenn er vordergründig jetzt nicht so sonderlich stark gestellt ist, weil auch im Schützen fühlt sich natürlich der Merkur jetzt nicht so super wohl. Da ist er auf Exilstellung, Exil und Fall, also beides auf alle Fälle. Aber eben, er steht zumindest auf Steinbockgraden und da hat er eine gewisse Nachhaltigkeit. Und hier mit Neptun eben Unklarheiten, Orientierungslosigkeit und wie ich vorhin gesagt habe, auch Wunschvorstellungen bezüglich Finanzierung. Fünftes Haus, ja, in klarer Auflösung, Wohlstand, Wachstum löst sich hier wunderschön aus und man hat hier märchenhafte Vorstellungen, dass sozusagen alles bis in alle Ewigkeit von wen auch immer finanziert wird. Ja, das spürt es dann nimmer. Also das ist hier eindeutig der Verlust des Wohlstandes. Herrscher von 5 in 12 im Quadrat zu Neptun, glaube ich, ist überdeutlich hier herauszulesen. Die neue Zahlenreihe bringt uns, ja, andere Zahlen, ja, ganz interessant, gell? Neue Zahlen. Ich muss das hier umschlichten. Ich habe die 27, habe ich jetzt von da noch da gelegt, ja, also dass du weißt, was ich da heimlich unter der Kamera so fabriziere. Wir haben die Zahlen 6 und 9 ist die 15 und 1 ist die 16 und 7 ist die 23, die 27, die 28 ergibt dann die 10 und die 1. Die erste Zahl, der Mars. Der Onkel vom Mars, spielt der hier eine Hauptrolle? Naja, doch, bissel ist er schon, bissel mit seiner aufdringlichen Quadratur. Mars, Saturn und Konjunktion zur Sonne und somit auch involviert sein in diese Vollmond-Konstellation. Ja, eindeutig. Also das heißt, der Onkel vom Mars spielt hier eine doch, würde ich sagen, beträchtliche Nebenrolle und es heißt halt, dass man eben seine Gefühle zum Ausdruck bringen soll und ja, ich meine, angesichts dieser drohenden Verluste, glaube ich, werden viele ihre Gefühle sehr, sehr intensiv zum Ausdruck bringen. Die 15 an zweiter Stelle, interessant,
In der ersten Zahlenreihe hatten wir die 42, hier haben wir die 15, also das heißt, hier haben wir in beiden Zahlenreihen sehr intensive Zahlen. Magiezahl, Suchtzahl, ebenfalls stark mit Sexualität in Zusammenhang stehend, aber hier haben wir auch den Vampirismus mit an Bord. Auch interessant, bei der neuen Zahlenreihe haben wir die 16, eine starke uranische Zahl, und in der alten Zahlenreihe die 38. Also die beiden sind miteinander, würde ich sagen, sehr, sehr thematisch, sehr eng verwandt. Und die 16, da kann es dann manchmal sehr schnell gehen. Und ja, puh, wo wird es hier schnell gehen? Wo ist hier die große Dynamik? Dynamik, vielleicht ist das in der Besetzung des 11. Hauses. 11. Hausbesetzung kann mit Mars können die Ereignisse sehr schnell und rasant gehen. Da fliegt man sogar das Stabel aus der Hand. Allerdings bitte immer das Saturn-Quadrat mit einbeziehen. Ob das dann wiederum so schnell geht, naja, schauen wir mal. Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Tagen herausfinden, weil hier haben wir eine Dauer von 2, maximal 3 Tagen. Ja, aber länger dauert das nicht. Also mit meinen Rechenkünsten, Montag, Dienstag, Mittwoch, so spätestens Donnerstag sollten wir eine ganz interessante, spannende Botschaft vernehmen, eben hier aufgrund dieser Auslösung. Die 23, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern die Hilfe her. Also das heißt, für uns ist es eine gute Information, das heißt, es sollte gut gehen. Die 27 haben wir schon erwähnt, die 28, gut, die 28, da möchte man, dass sich nichts ändert, es soll alles so bleiben, wie es ist, wird es aber wahrscheinlich nicht mehr spielen, weil wir haben hier Sonne, Merkur, Mars im Schützen, ja, sehr dynamisch, sehr impulsiv, sehr rasant gestellt. Der Mond in den Zwillingen, sehr kommunikativ und auch sehr flexibel gestellt. Also hier sollte sich doch etwas tun. Die 10 an letzter Stelle weist sozusagen auf die Sonne hin. Gut, Sonne, Mond, Mond, Sonne, Vollmond ist natürlich ein Volltreffer, gar keine Frage. Und Pluto, hoppala, der flügt mir gerade aus der Hand. Naja, Pluto ist halt nicht so groß. Und Pluto als die 1, naja, Neubeginn ist das. Ist das ein Neubeginn-Horoskop? Was meinst du? Ist es ein Neubeginn mit 3 Grad 45 aus dem Steinbock? Man sagt, in den ersten 3 Graden, also von 0 bis 3 Grad Steinbock, wäre es ein Neubeginn gewesen. Sagen wir so, es ist ein Neubeginnchen, ein bisschen, aber immerhin steht Pluto im ersten Haus. Kann man auch so ein bisschen gelten lassen. Gut, du ahnst, fürchtest, hoffst, bangst schon, was jetzt kommt. Richtig, ja, das haben wir schon öfters gehabt. Aber es ist halt wieder, ja, da war damals Sonnenschein, hervorragend. Bitte, du weißt, wir haben 3 Minuten an unserer kostbaren, wertvollen Arbeit. Um 19.50 Uhr, bitte sei wieder dabei. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Keine positive Energie geht jemals verloren, die negativ natürlich auch nicht. Aber das heißt, wir bleiben im Vertrauen und wir arbeiten bitte auch gemeinsam an dieser Lichtkuppel und es geht alles gut. Und schauen wir mal, lassen wir unsere Freunde jetzt einmal in der Versenkung untergehen. In dem Sinne, einen großartigen, auch wenn es ein keltischer Saturntag ist, bitte mach das Beste draus. Und wie üblich, alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.